Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was Invarianten beim Programmieren sind. Und da es da eigentlich nicht so viel zu erklären gibt, gehe ich einfach mal direkt auf die nächste Folie. Es ist nämlich einfach eine konstante Eigenschaft, in Klammern, die sich nicht ändert. Also eine konstante Eigenschaft. Wenn ihr also irgendwann wieder in irgendwelchen Büchern was von Invarianten lest, dann ersetzt das Wort einfach durch konstante Eigenschaften. Und dann sollte der Inhalt des Satzes eigentlich klar werden. Aber vielleicht, damit man sich da nochmal ein bisschen besser was drunter vorstellen kann, hier ein kleines Beispiel. Ich glaube, das nennt man dann Design by Contract beim Programmieren. Zum Beispiel, wenn ich eine Wurzelfunktion habe. So, normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel C++ hätte, würde ich jetzt hier reinschreiben, irgendwie so ein If-Statement. Wenn diese Variable hier oben kleiner als 0 ist, dann haben wir ein Problem. Aber wie eben schon gesagt, ich glaube, das nennt man dann Design by Contract. Da kann ich dann, ich könnte natürlich hier auch Assert-Statements reinschreiben oder sowas. Aber es gibt ja auch durchaus Programmiersprachen, die dann genau sowas vorgeben, die sagen, wo man sagen kann, ich mache hier sozusagen eine Vorbedingung rein. Sowas wie, die Variable muss größer gleich 0 sein. So, nehmen wir mal an, ich habe diese Vorbedingung. So, dann kann ich ja davon ausgehen, zumindest sofern diese Vorbedingung auch vom Compiler irgendwie entsprechend übersetzt wird, umgesetzt wird, dann kann ich davon ausgehen, dass immer wenn ich mich hier drin aufhalte, diese Variable größer als 0 ist. Und das wird sich auch nie ändern. Innerhalb dieses Bereiches ist die Variable immer größer als 0. Und genau das ist dann eine Invariante. Nämlich eine konstante Eigenschaft, die sich über den gesamten Programmablauf nicht verändert. Ich hoffe, damit ist das Ganze ein bisschen klarer geworden. Ansonsten tritt das, finde ich, häufig noch auf im Zusammenhang mit, wir müssen versuchen, Invarianten einzuhalten. Das ist im Grunde genau der umgedrehte Fall, wo wir sagen, okay, erstmal, wir haben hier gar nichts, gar keine Vorbedingungen. Und jetzt sagen wir, unsere Invariante für hier ist, dass oder soll sein, dass die Variable größer gleich 0 ist. Und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, wie können wir diese Invariante hier garantieren? Zum Beispiel ganz einfach mit einem If-Statement oder mit einem Assert oder mit was auch immer, was die Programmiersprache halt hergibt. Wichtig ist dabei, es geht natürlich in beide Richtungen. Also, das könnte jetzt ein bisschen verwirrt gewesen sein. Sprachlich meine ich das. Also man kann sagen, das ist unsere Invariante und die ist so gegeben und auch festgelegt. Oder man kann sagen, das soll unsere Invariante sein und wie können wir jetzt garantieren, dass unsere Invariante auch invariant wirklich ist, bleibt. Also konstant bleibt. Wir springen nochmal kurz zurück. Wenn man sich das Ganze auf sprachlicher Ebene anguckt, dann sieht man ja, in steht ja meistens für sowas wie nicht oder un. Und Variante heißt im Grunde, was sich verändert, also was sich nicht verändert. So, das ganze Video ein bisschen künstlich in die Länge gezogen, aber vielleicht hat es ja irgendwas gebracht. Ansonsten vielen Dank.